Hey Leute, was geht? Hier ist Julius und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute werden 11 der größten deutschen FIFA-YouTuber oder Streamer mein Team bestimmen. Da bin ich mal richtig, richtig gespannt drauf. Ich habe schon ein bisschen Angst, muss ich sagen. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Like da und abonniert meinen Kanal unbedingt, um keine Videos mehr zu verpassen. Falls ihr zu den Schlingeln gehört, die gerne meine Videos gucken, aber mich noch nicht abonniert haben, würde mich auf jeden Fall unfassbar freuen. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. So, wir sind jetzt in meinem Team. 11 Positionen, 11 YouTuber. Und diese YouTuber seht ihr hier. Wir haben Payne, Steini, viel FIFA, Eli, Julian, Pro Owns, Wakes, Tabax, Maxi, Teasy und Gamerbrother am Start, falls da irgendwelche Leute fehlen. Es konnten halt nur 11 auf das Rad. Dann würde ich sagen, starten wir bei meinem Torhüter. Wer wird meinen Torhüter auswählen? Und der Kollege kriegt dann gleich eine WhatsApp-Nachricht oder whatever. Und dann fragen wir den Kollegen, wer da hin muss. Mein Torhüter wird der gute Smaxi auswählen. Aua, da habe ich wirklich schon mal Angst. Chris, mach nicht diesen. So, Torhüter ist der gute Chris, Rechtsverteidiger. Da bin ich gespannt, wer dieses Mal gewählt wird. Wenn jetzt zum Beispiel Eli kommt, dann wissen wir alle, wer Rechtsverteidiger wird. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Oh mein Gott, das war anders knapp. Es wird viel FIFA. Dann machen wir jetzt weiter mit den Innenverteidigern. Zwei Stück müssen wir da raussuchen lassen. Und eigentlich kann ich auch die gezogenen Lose gleich mal rausmachen. Okay, Steini wird den ersten Innenverteidiger raussuchen. Und dann losen wir das nächste Mal. Wer sucht mir den zweiten Innenverteidiger raus? Neben Steini wird der zweite Innenverteidiger durch den guten Payne bestimmt. Wir machen weiter mit den beiden ZDMs, also die defensiven Mittelfeldspieler. Ich will das Team am Ende in der 4-2-2-2 spielen. Und der erste ZDM wird ausgesucht durch, das sieht mir stark nach Wakes aus und so ist es. Okay, das war gerade ein kleiner Fail. Wakes wird meinen Linksverteidiger natürlich aussuchen. Jetzt kommen wir zu den ZDMs. Zwei Stück habe ich dazu vergeben. Und der erste ZDM wird dieses Mal durch Tabak, oder? Ja, Tabaco bestimmt. So, wir kommen zum zweiten ZDM. Neben Tabaco wird der gute alte Teasy Schuh Bisch den ZDM aussuchen. So, vier Personen sind noch übrig, vier Positionen sind noch übrig. Rechtes Mittelfeld. Wer darf mir den rechten Mittelfeldspieler raussuchen? Das wird der gute Eli. Da bin ich mal gespannt, wen den der aussucht. Dann kommen wir jetzt zum linken Mittelfeldspieler. Alter, wenn Gamer Brother oder Pro Owns Stürmer auswählen müssen, dann sehe ich da schon R9 oder so vorne und dann weiß ich nicht, ob ich mir das leisten kann. Aber linkes Mittelfeld wird durch Roski entschieden. Und damit steht fest, Julian und Danny bestimmen meine Stürmer. Ich schicke jetzt die Nachrichten raus an die Jungs und dann bin ich mal sehr gespannt, was dabei rumkommt. So, ein Tag ist vergangen, seitdem ich alle angeschrieben habe und jetzt habe ich alle Antworten bekommen. Erstmal ein dickes Dankeschön an alle YouTuber, die da mitgemacht haben. Hat mich auf jeden Fall mega gefreut. Von vier YouTubern habe ich sogar ein Video zugeschickt bekommen. Ich habe nie dazu geschrieben, dass die das machen müssen. Das haben die von sich aus gemacht. Das fand ich auf jeden Fall auch richtig cool. Und dann würde ich sagen, starten wir rein mit dem Torhüter. Vorher lasst aber sehr, sehr gerne mal ein Like. Da würde mich freuen, wenn wir heute die 2000 Likes auf dieses Video packen würden. Und dann starten wir rein mit dem Keeper. Den musste der gute Smaxi auswählen und der Mann hat mir ein Video zukommen lassen. Und da habe ich auf jeden Fall auch richtig Angst, muss ich sagen. Wir schauen uns das Ding zusammen an. Was gibt uns der gute Smaxi? So, mein Lieber, einen wunderschönen guten Tag, Jungs und Mädels. Ich habe heute die Ehre, Julius den Torhüter rauszusuchen. Eigentlich die wichtigste Position, die es so gibt. Ich bin übrigens gerade erst wach geworden, ich war noch nicht duschen, egal. Wir reden nicht weiter drüber. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht. Ich habe mir gesagt, komm, ein Torhüter ist wichtig. Bronze, Silberspieler, nee, komm, du willst auch ein paar Spiele gewinnen, der soll ja was halten, ne? Aber ich bin sehr gespannt, was deine Innenverteidigung wird. Denn ich glaube, es ist wichtig, dass du da irgendwie eine Icon stehen hast. Denn ich habe erst gedacht, gehen wir mit Yashin Prime. Geben wir dir einfach mit das Beste, was es gibt, so vom Besten. Aber das wäre ja langweilig. Und deswegen gehen wir mal mit einem Torhüter, der eigentlich früher nicht nur Torhüter war, sondern auch Feldspieler. Und zwar gehen wir mit dem Hero George Campos. Ja, der gute Mann ist 1,70 groß. Och, ich bin gespannt, ob er mit 1,70 den einen oder anderen Ball bei dir halten wird, Julius. Ich wünsche dir auf jeden Fall mit ihm unfassbar viel Erfolg. Ich hoffe, er kriegt die passenden Links. Ist eine Hero-Karte, es wird ein bisschen bunter und damit viel Spaß und supportet den Jungen. Daumen nach oben geben, Abo dalassen und ihr habt kein Backlog zum Totti. Viel Spaß mit George Campos, bester Mann, rein da.
Oh Mann, Alter. Danke auf jeden Fall schon mal an Chris für den Keeper. Wir müssen uns diesen Ocampos oder whatever ins Tor stellen. Der ist 1,70 groß. Oh Mann, Alter. Chris, Grüße gehen raus. Danke dafür. Boom, da ist der gute Mann. Hero Campos ist unser Keeper. Grüße gehen raus an Chris. Danke dafür. Oh Mann, Alter. Aber es ist eine Hero-Karte. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Mit dem Rechtsverteidiger. Und da hatten wir Erné. Und Digga, Erné hat mich komplett rasiert. Er gibt mir Tan Wang Song. Es ist der langsamste Rechtsverteidiger im Spiel. Grüße gehen raus an Erné von viel FIFA. Danke dir, Bro. Das ist nicht dein Ernst. Was soll das hier für ein Team werden? Ich bin mal gespannt, ob mir andere Leute noch was gönnen. Aber Erné gönnt mir den Tan Wang Song. Boom, da ist der Mann. Tan Wang Song. 33 Tempo. Absolute Maschine. Aber Stärke ist am Start. Sieht ganz okay aus. Dann würde ich sagen, kommen wir zum ersten Innenverteidiger. Und da haben wir zuerst mal den guten Steini. Und der hat mir folgende Karte gegeben. Wir schauen da mal direkt rein in den Chat. Ja, und zwar hat mir der gute Steini den guten Attila Schalai in Form gegeben. Der hat anscheinend gute Trainingsleistungen gezeigt, wie er schreibt. Und deswegen kommt er jetzt hier rein. Ich habe wirklich gar keine Ahnung, wie der gute Steini auf diesen Schalai in Form gekommen ist. Aber er sieht okay aus. Er wird uns keine Links bringen, aber er sieht okay aus. Boom, da bist du doch. Schalai in Form, 78 Tempo, 1,92 groß, 82 Verteidigung, 89 Physis. Das sieht nach einer eigentlich ziemlich guten Brecherkarte aus, also ohne Spaß. Auch er natürlich auf keiner Chemie, aber die Karte ist spielbar. Ich würde sagen, das ist sogar die erste spielbare Karte. Und jetzt kommen wir zum zweiten Innenverteidiger. Und da habe ich den guten Payne gefragt und auch er hat mir ein Video zukommen lassen. Ich weiß auch noch nicht, was er mir jetzt gibt. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt. So, wir gehen rein in das Video von Payne. Sorry, das ist mein Bester. Du hast mir aufgetragen, dir einen Innenverteidiger rauszusuchen für dein Team. Ich habe noch eine kleine Rechnung mit dir offen wegen United, würde ich sagen. Deswegen habe ich mich nicht lumpen lassen und mir mal den rausgesucht mit dem wenigsten Tempo. Der gute Mann hat 28 Pace und ich denke, es wird ganz lustig, sich mal anzuschauen, wie du mit dem ein bisschen den Mbappés hinterher rennst. Ja, er heißt Ronny Montero. Ich kann den, glaube ich, auch zeigen, oder? Ach, Digga, wirklich. Danke dafür. Erné gibt mir den langsamsten. Payne gibt mir den langsamsten. Was wird das hier für ein Team? Wird es jetzt hier schwieriger? Hier ist er. Ronny Montero, 27 Antritt, 28 Sprintgeschwindigkeit. Perfekt, also, wirklich. Da bin ich sehr gespannt, dir ein bisschen zuzugucken, wie du mit dem in der Innenverteidigung spielst. Viel Spaß damit. Alles und gut, ja, wirklich. Ich hoffe, du freust dich jetzt noch mal ein bisschen mehr auf die Weekend. Grüße gehen raus an Payne. Vielen, vielen Dank dafür. Der Mann wird rasieren, da bin ich mir sicher. Wir holen uns den ins Team. Abfahrt. Wir kommen zum Linksverteidiger und damit zu Wakes und damit zum ersten richtigen Ehrenmann. Grüße gehen raus an Tim. Danke auf jeden Fall dafür, denn er hat mir Baby Philipp Lahm gegeben. Die erste richtig spielbare Karte in unserem unfassbar schlechten Team bisher. Also gut, Schalai in Form ist auch okay, muss man Steini auch Props geben. Aber Lahm, der gibt dann hier auch noch ein paar schöne Links. Da freue ich mich drüber. So, ich würde sagen, wir kommen zu unseren ZDMs. Die beiden defensiven Mittelfeldspieler, da hatten wir einmal Tabakko und Tizi Schubech. Und der gute alte Tabak hat uns Winter Wildcard Modric gegeben. Passt natürlich zum Cevapcici-Kopf Tabak. Da gehen Grüße raus. Modric, eine sehr, sehr geile Karte. Den nehme ich wirklich mit Kusshand. Danke dir dafür, Drohne. Der kommt direkt ins Team. So, Modric ist im Team. Jetzt kommen wir zu Tizi Schubech und da bin ich gespannt. Die Männer haben ordentlich Coins, aber gönnen die mir auch einen, der teuer ist? Oder gehen die auch auf einen Bronzespieler mit dem wenigsten Tempo? Ich bin gespannt. Wir schauen uns den Clip an. So Julius, wir vergeben dir den besten Sechser der Welt, eine absolute Wadebeißer vom VfB. Das war klar. 190? Nee, es ist Wataru Endo vom VfB. Gönn dir den. Wataru Endo. Ich hab's mir ehrlich gesagt schon fast gedacht, dass die Männer mir einen vom VfB geben. Aber Endo ist zumindest spielbarer als der gute Tan Wang Song oder Ronny Montero. Grüße an Payne und Erné. Von dem her, Tizi, damit kann ich einigermaßen leben. Danke, Jungs. Okay, da ist der Mann. Ich glaube, ich habe ihn gerade wieder falsch ausgesprochen. Wataru Endo kommt direkt rein in unser Team. 600 Coins, das ist ein Schnäppchen. Rein mit dir, Kollege. Also die Chemie ist wirklich bodenlos. Das ist Wahnsinn. Wenn wir jetzt nicht noch ein paar Icons kriegen, ciao Leben. So, dann kommen wir zum rechten Mittelfeldspieler und damit zu Eli Geller. Ich habe
Angst, beziehungsweise ich weiß auch schon, was auf mich zukommt, denn ich habe die Nachricht natürlich gesehen. Man muss hier dicke Props an Edi raushauen, weil er war derjenige, der die Nachricht am schnellsten beantwortet hat. Hat mich wirklich gefreut und er hat sich natürlich für jemanden entschieden, mit dem er dicke ist, und zwar für Noah Okafor. Aber ganz ehrlich, es ist eine spielbare Karte. Der hat echt gute Stats. Zack, da ist der Mann. Grüße gehen nochmal raus an Eli. Okafor, Forster Skills, Forster Weakfoot, 84 Tempo, 67 Schuss, also ohne Spaß. Mit dem kann man bestimmt was machen. Da habe ich bei Werder echt ein paar schlechtere Karten gesehen. Und jetzt kommen wir zum linken Mittelfeldspieler und damit zu Gamer Brother. Und wer Gamer Brother kennt, der weiß, der spart nicht an Coins. Von dem her, da hoffen wir mal auf eine richtig geile Karte. Und was soll ich sagen, genau so ist es. Er gönnt uns den wahrscheinlich teuersten Spieler in unserem Team, und zwar Vinicius Headliner. Broski, vielen, vielen Dank für diesen Vinicius Headliner. Der wird uns safe carryen und linkt sogar zu Modric. Also der passt hier super rein. Wird wahrscheinlich einer der wenigen Spieler sein, die auf volle Chemie kommen. Unfassbar nice, Vinicius Headliner von Gamer Brother. Boom, da ist der Mann. Saftige 1,7 Millionen Coins für Vinicius Headliner, aber der bringt hier auf jeden Fall ordentlich Wind rein. Und jetzt kommen wir noch zum Sturm und da habe ich noch zwei Kollegen am Start. Und zwar einmal der gute alte Danny Pro Owns und dann natürlich noch der gute alte Julian von FGU. Julian hat mir auch ein Video zugesendet, da weiß ich noch nicht, was auf mich zukommt. Bei Danny weiß ich es allerdings schon und auch Danny hat mir richtig, richtig heftig gegönnt. Danke Danny dafür. Er gönnt mir den guten alten Joao Felix, der auch super hier ins Team reinpasst. Den habe ich ja auch selbst auf der RTG sehr, sehr lange gespielt und der hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Ja, Pro Owns, Joao Felix, vielen Dank dafür. Zack, da ist der Mann, Joao Felix. Also die linke Ecke hier gefällt mir echt gut, wenn wir jetzt hier noch den Schalai Inform hinstellen. Also die Leute links haben mir alle gegönnt, die Leute rechts eher weniger, würde ich mal behaupten. Und im Tor haben wir hier noch so ein 1,70 Mann. Grüße gehen raus an Chris. Und das Team komplett macht jetzt der gute Julian die alte Legende. Und da bin ich sehr, sehr gespannt. Und ich habe auch wirklich sehr viel Angst vor seinem Video. Und das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Ich habe gehört, du brauchst noch einen Stürmer. Wie wäre es denn mit dem ältesten Spieler in FIFA? Nein. Mit Katsuyoshi Miura. Dicker. Das Ding ist, eigentlich ja mega geil, weil wir haben Endo, aber ich bin hier auf meinem Account und nicht auf dem FGU-Account und jetzt habe ich den nicht als Special Card. Wie geil wäre der gewesen? Oh, Miura, jetzt müssen wir einfach den Bronze Miura spielen. Passt sogar auch noch zu dem Endo, aber ich habe halt nicht die Special Card. Boom, da ist er, 30 Tempo, die Special Card wäre überragend gewesen, die Karte eher weniger. Auch er hat halt 30 Tempo, also wir müssen echt im Sturm mit Vinicius, Felix und Okafor irgendwie rasieren. Ich weiß nicht, was der Miura da machen wird, aber der muss ein paar Vorlagen hasseln und das ist unser Team geworden. Ein paar Leute haben mir richtig gegönnt und ein paar Leute haben mich komplett hops genommen. Also das hätte auch noch anders nach hinten losgehen können. Trotzdem vielen Dank an alle YouTuber, die mitgemacht haben. Alles sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Checkt die Jungs auf jeden Fall ab, falls ihr einen von ihnen noch nicht kennen solltet, was absoluter Quatsch ist, weil ihr werdet alle kennen. Und dann würde ich sagen, werden wir jetzt mit diesem wunderschönen Team reingehen in die Weekend League Quali. So, dann gehen wir rein in die Foot Champions Playoffs. Und ich glaube, ganz ehrlich, es wird schwieriger mit dem Team sich zu qualifizieren als mit Werder Bremen, weil diese ganzen Spieler hier in der Abwehr, das sind einfach zwei der langsamsten Spieler überhaupt. Dazu noch Miura mit 30 Tempo im Sturm. Die linke Ecke muss uns wirklich komplett tragen über die ganze Quali. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob wir es packen. Rein in Spiel Nummer 1. So, erster Gegner sieht ja absolut nicht machbar aus. Ja, perfekt. Ja, super. Alter, der Keeper ist 1,70 groß. Was mache ich hier? Let's go. Oh, ja, let's go. Wir müssen echt nach vorne Vollgas geben. Nach hinten ist Katastrophe, aber nach vorne geht auf jeden Fall was. Ja, Okafor. Joao Felix Vinicius. 2-1, das Spiel gedreht. Sehr schön. Grüße gehen raus an Gamer Brother. Ohne den Vinicius und vor allem auch ohne Joao Felix wäre ich echt aufgeschmissen. Let's go. Ja, wichtig.
Ciao, Felix 3-1. Nein, Alter, der Kiefer ist so gut. Mann, Montero 28 Tempo. Wenn der Gegner wüsste, wie langsam die sind, würde er, glaube ich, auch noch ganz anders spielen. Ah, Endo, du, let's go. Mit einem feinen Pass. Und komm, OK vor, darf auch noch eins machen. Let's go, es läuft. Der Gegner hatte Kräuf und alles, aber wir schaffen es hier zum ersten Sieg. Die Abwehr ist aber wirklich Katastrophe, wirklich. Da bist du doch. Erster Sieg ist eingetütet, so muss es weitergehen. Vamos, rein ins zweite Game. Das sieht auch sehr böse aus. Oh nein. Och nee. Komm, Vinicius, let's go, wichtig. 1-1, die Offensive ist halt überragend. Abwehr, Gegenteil. Sehr schön. Vinicius, let's go, schönes Tor. Nehme ich mit, Vinicius ist so böse gut. Sehr schön. Oi, 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 oi. Nein. Och nee, gerade wo er die Pause angemeldet hat. Macht er gut, Alter. Joao Felix, einfach so eine kranke Karte dieses Jahr. Eieieiei, was ist das für ein Schuss? Jetzt wird's nochmal richtig eklig. Let's go, damit gewinnen wir auch das zweite Spiel. 4-3 war richtig eng. Umso mehr Siege wir am Anfang holen, umso schwieriger wird's danach halt auch einfach. Von dem her... Ich weiß nicht, ob es so gut ist, jetzt schon 2-0 zu stehen, aber nehme ich mit. So, drittes Game. 3 Icons. FC Aschheim. Bin mal gespannt. Ja, super. Jetzt bekommen wir das Tor von eben wieder zurück. Alles klar. Dann würde ich sagen, lassen wir es hier nach 4 Minuten auch einfach mal gut sein. War gerade was? Ich glaube nicht. Nettes Team hier wieder. Vini, oh mein Gott, als ob. Sehr schön. Vinicius, du bist der Beste. Macht er gut. Und Miura, finished. Sehr schön. Ciao, Felix, 3-0. Ich glaube, die Gegner müssen sich hier teilweise echt verarscht vorkommen. Der meldet auch die Pause an, der Kollege. Wird es der Quit? Es wird der erste Rage-Quit mit den 3 langsamsten Spielern im Spiel. Vamos. So, können wir jetzt direkt schon die Quali klar machen und damit mein Ziel. Ich will mich hier nur qualifizieren, mehr will ich gar nicht. Aber das Team sah auch wieder sehr stark aus. Digga, der Keeper ist so gut, ne? Und jetzt das Ding wieder in die Mitte mit einem Beini. Hilfe, der muss rein. Sehr schön. Jetzt, da ist es. 1-0 läuft gerade sehr, sehr gut. Also hier könnte definitiv der nächste Sieg drin sein. Sehr schön. Felix 2-0. Ja, Vinicius läuft hier einfach durch. Das ist wirklich einer der besten Spieler, die ich je in irgendeinem FIFA gespielt habe. Nein. Boah, den hält er wieder so easy. Campos bester Mann, wirklich. Digga, dieser Montero. Pain, Junge. Du hast mir den schlechtesten Innenverteidiger überhaupt gegeben. Dachtest du, aber er holt hier hinten alles weg. Er ist der Beste, ohne Witz. Ja, Vinicius und Ciao, die sind anders. Ach Mann, Alter. Gegner quittet doch einfach beim 4-0. Ja, da kassieren wir nochmal eins. Da ist es vollbracht. Wir holen den 4. Sieg im 5. Spiel. Hätte ich niemals erwartet. Die Abwehr ist so unglaublich schlecht. Gut, Philipp Lahm und Schalai in Form waren echt stabil. Und auch Campos im Tor hat gut gehalten, muss ich sagen. Aber wir haben es geschafft. Mein Ziel von 4 Siegen sind nach 5 Spielen erreicht. Und wir werden jetzt auf absoluter Ehrenbruder-Basis die letzten 5 Spiele verschenken, ohne Sinn, da jetzt noch weiter zu schwitzen. Aber war eine richtig geile Weekend League Challenge. Ich würde sagen, ich verschenke die Dinger schnell. Vorher kommen wir aber noch kurz zu einer kleinen Team-Review, würde ich sagen. Campos hat einfach unglaublich stark gehalten teilweise. Es war Wahnsinn. Der ist 1,70 groß, was stimmt nicht mit dem. Der hat eine einfach 3-Sterne-Spezialbewegung. Ich bin ehrlich, ich wusste,
vor Chris' Video nicht mal, dass der früher Feldspieler war. Komplett lost. Tan Wang Song war wahrscheinlich so der schlechteste Spieler im Team. Der war wirklich unnormal langsam. Grüße gehen raus an Erne. Vielen Dank an Steini für Attila Schalai. Der hat sich richtig stark spielen lassen. Ohne Spaß. Die haben ja auch alle teilweise auf 3 Chemie gespielt. Trotzdem richtig guter Innenverteidiger gewesen. Pain, Junge, danke für Ronny Montero. 28 Tempo war einfach der beste Verteidiger, den ich je gespielt habe. Linksverteidiger Philipp Lahm, überragende Karte von Wakes. ZDMs waren Endo und Modric. Endo war echt voll in Ordnung, muss ich sagen. Und Modric war unglaublich gut, wirklich unglaublich gut. Wahnsinn, wie krass gut diese Karte ist. Okafor, irgendwie waren seine Pässe anders lost, muss ich sagen. Aber ansonsten hat er sich auch sehr, sehr gut spielen lassen. Schnell, dribbelstark. Und hat sogar eine Bulette erzielt, der Mann. Linkes Mittelfeld, beziehungsweise rechts Mittelfeld war dann Miura. Der war natürlich auch wieder Katastrophe, hat aber auch ein Tor geschossen. Und im Sturm Vinicius, 6 Tore, 7 Vorlagen in 5 Spielen. Und Joao Felix, 7 Tore, 4 Vorlagen in 5 Spielen. Die zwei waren unfassbar. Vinicius, bester Spieler, den ich je gespielt habe in FIFA 22, ohne Witz. Also wirklich dickes, dickes Dankeschön an GamerProducts, ProOwns und Tabak für die 3 Spieler hier in der linken Ecke. Ohne die hätte ich es, glaube ich, nicht geschafft. So, wir sind durch. Aus 5 Spielen 4 Siege geholt. Die letzten 5 Dinger alle verschenkt, wie es sein muss. Die Rewards werden kacke sein. Wir schauen uns die trotzdem mal schnell an. Vielleicht ist was dabei. Ja, die Rewards waren natürlich nix, aber gut, waren jetzt auch nicht die besten Packs. Das Video war allerdings richtig, richtig nice. Wie ich finde, hat mir mega viel Spaß gemacht. Danke an alle YouTuber, die mitgemacht haben. Sind, wie gesagt, alle unten in der Videobeschreibung verlinkt. Würde mich freuen, wenn wir heute die 2000 Likes auf das Video voll machen könnten. Und falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, macht das unbedingt. Würde mich auch unfassbar freuen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen auf Twitch wieder zum nächsten Livestream mit dem Mid-Icon-Pack. Macht's dann gut, haut rein und ciao.